Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, die Thomas von Playageddon. Ja, in der heutigen Folge steht mal wieder der Besuchsmontag an. Für alle, die nicht wissen, was der Besuchsmontag ist, an dem Besuchsmontag werden immer Leute besucht, wie schon der Name sagt. Auf jeden Fall, ich hatte gerade schon eine Aufnahme gemacht, aber leider ist mir das Aufnahmeprogramm abgeschmiert, aber macht nichts. Ich bin hier jetzt Playlaune, aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass ich eine Viertelstunde umsonst gesprochen habe, aber egal. Der erste, der besucht werden wollte, ist der Skiller 110 aus dem Clan Rantor Plan. Hieß der Clan. Oder Ranton Plan. Genau, Ranton Plan Skiller. Goldliga 1. Und, ja, Level 68. Rats Level 8 Farming Base. Ja, ich habe gerade schon eine ausführliche Base-Review gemacht und ich habe jetzt echt gar keinen Bock mehr. Es tut mir wirklich leid, ist nicht böse gemeint, aber ich habe wirklich gar keinen Bock mehr, das jetzt irgendwie zu Base-Reviewen. Also werden wir jetzt einfach nur ein bisschen machen. Auf jeden Fall deine Minenwerfer 2 auf 6, 2 auf 5. Nur der Nachteil ist halt, dass die Minenwerfer etwas weit außen stehen. Da muss man sich etwas Neues einfallen lassen. Aber ja, das Armeelager schützt ein bisschen und der Bogenschützenturm schützt auch ein bisschen. Nur, dass er außen steht, ist ein bisschen, ja, aber hat ein bisschen Trap-Faktor. Also ist der Bogenschützenturm auch ein bisschen geschützt. Die Luftabwehr auf Level 5 ist schon relativ in Ordnung. Deckt fast die ganze Base auf bis hier oben halt, ne. Ist so ein Bereich, wo die Luftabwehr nicht hinkommt, aber ist ja auch egal. Da kann man Luftbomben oder suchende Luftminen hinpacken. Hilft ja alles. Auf jeden Fall deine Magietümer auf 4. Würde ich demnächst mal auf 5 starten. Deine Mauern sehen eigentlich schon relativ nice aus. Da kannst du nur noch ein bisschen Zeit lassen, bis du die auf 8 upgradest. Der Magieturm deckt hier 3 ab. Der Magieturm deckt 3 Lager ab. Und der deckt die 2 Lager ab. Deine Bogenschützentürme sind alle auf 8. Also du bist erst vor kurzem wahrscheinlich hochgegangen. Wir gucken mal in deinem Profil, wie deine Truppen aussehen. Wobei, ja, ich glaube, er ist doch vor kurzem. Du bist nicht allzu lange auf Rats Level 8, sagen wir es so. Aber sonst ist die Base von der Ausstellung her einigermaßen okay, aber es gibt bessere. Also ich bin immer sehr kritisch darin, aber trotzdem, wenn die hält und du zufrieden bist, dann ist doch alles gut. Best of. Ich hatte, glaube ich, irgendwie 10 Mitglieder oder so. Es waren relativ viele drin, ich glaube sogar 50. Uff. Okay, hier ist doch der Clan. Wahrscheinlich, ja, das ist der Clan hier. Fabian Stein hieß er. Level 83 war das, glaube ich. Hier. Level 83, Fabian Stein. Gold Liga 3. Rades Level 9, Farming Base. Ja, ich habe dich gestern im gestrigen Stream ja schon besucht. Also, wir haben nur, für alle, die bei Five Nights at Freddy's noch dabei geblieben sind und die sich gefragt haben, wieso ist der Stream unterbrochen gewesen, ja. Meine Mutter kam in mein Zimmer und verlangte von mir, dass ich jetzt Staub sauge. Also, ja, ihr wisst ja, wie Eltern sind, die können schon manchmal etwas komisch sein. Auf jeden Fall, deine Magietürme, der eine ist auf 5, der auf 4, der auf 4, der auf 3. Den hätte ich vorher auf 4 lieber gemacht, bevor ich den auf 5 gemacht hätte. Aber wahrscheinlich hast du den hier dazu bekommen, als du auf Rats Level 9 gegangen bist. Der eine Bohrer schon auf 3, hast du schon einen zweiten Bohrer? Sieht nicht so aus, oder? Oder ich bin jetzt blind. Ne, du hast schon einen zweiten Bohrer, sogar auf Level 2. Hi, ich spende, bin nett, greife CW immer zweimal an und ich würde in euren Clan kommen. 56. Ah. Wollen wir ihn reinlassen? Ja, komm, YOLO. Wir lassen ihn rein. Auf jeden Fall, die Mauern würde ich demnächst mal auf 7 starten. Und dann die Magiertürme? Nee. Erst die Magiertürme und dann die Mauern auf 7, dann die Minenwerfer auf 6. Einen hast du ja schon auf 6, die anderen dann irgendwann demnächst mal upgraden. Aber sonst läuft es auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Jetzt kann ich euch ja noch meinen Angriff von vorhin zeigen. Ich meine, ja, ich glaube, jeder ist mal zu früh hochgegangen und hi. Jeder ist mal zu früh hochgegangen und jeder hat mal diesen Fehler gemacht. Also ich bin mir da ganz sicher. Ja, also wir waren mal alle unerfahren. Wir waren mal alle unerfahren. Ja. Gut. Dir nehme gerade auf. So. Ja, wir waren ja mal alle unerfahren. Ey, ich fühle mich wie so ein alter Opa, der euch irgendwie versucht,
Also ich bin wie so ein alter Opa, fühle ich mich gerade, wie er Kleinkindern versucht, auch mal zu erklären, dass er auch mal ein kleines Kind war, ey. Richtig geile Situation, lol. Hallo YouTube, hello. Ja, ich kann euch ja meinen Angriff von vorhin zeigen. Also wie man sieht, habe ich total gefailt. Auf jeden Fall habe ich aber einiges rausgeholt an Loot. Ich habe mir irgendwie gedacht, wir können die Base irgendwie mit meinen Helden stürzen. Aber das Problem war, keine Mauerbrecher. Hätte ich Mauerbrecher dabei gehabt, dann wäre das schon ein bisschen erfolgreicher geworden. Wirklich. Da wäre ich schneller durch die Mauer gekommen und hätte wahrscheinlich mehr Loot rausbekommen. Okay, vierfache Geschwindigkeit war keine gute Idee. Das gerade schon stark geleckt hat. Und dann habe ich hier vorhin versucht, die Clanbook mit einem Blitzzauber auszunocken. Hat aber nicht ganz geklappt, da es ja Magier sind. Und die Magier kann man nicht mit einem Blitzzauber ausnocken. Auf Level 5. Ich glaube, das geht erst mit einem Level 6 Blitzzauber. Sagen, wenn du fertig bist, dann schreiben wir, wenn du Bock hast. Jo, da muss ich aber erst schneiden. Denn es ist gerade schon 9:30 und ich habe ja morgen wieder mein Praktikum. Muss. Dann habe ich ihn mir noch am Ende das Dunkle weggeblitzt und dann habe ich, glaube ich, noch die Clanburg gesetzt, ja. Hab noch die Clanburg gesetzt. Ich habe noch spekuliert, was drinne war. Es waren auf jeden Fall Luftballons drinne. Ballons. Wie? Nach dem Aufnehmen muss ich schneiden. Nicht miss, muss. Hup, hup. Okay. Ich will auch nicht zu viel schreiben in den Folgen, da das ja einige von euch stört, kann ich auch irgendwie verstehen. Als neutraler Zuschauer macht es ja gar keinen Spaß, wenn ich jetzt privat irgendwie mit anderen schreibe, aber ist ja egal. Dann habe ich mir noch ein bisschen geholt, aber nicht allzu viel, ne? Wir machen mal vierfache Geschwindigkeit. Und ja, 142k Gold, 50k Elixier und dann, okay, bin ich in der Folge? Ja. Du bist auf jeden Fall in der Folge. 28%, 800 Dunkles, also ist in Ordnung. Also morgen ist ja mein Golem fertig. Boah, das wird so ein richtig geiler Moment, wo ich auf diesen Knopf drücken kann, um den auf Level 4 direkt zu starten. Auf Level 3 wird das schon heftig, aber auf 4, ich habe ja 85.000 Dunkles und auf 4 kostet er, glaube ich, 80. Also ich bin mir ganz sicher. Okay, mach Aufnahme, sag, wenn du fertig bist. Yo. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Genau, bei Donjon habe ich das ja gesehen. Er hat ja letztens seinen Golem auf 4 gemacht. War das letztens? Auf jeden Fall habe ich das ja gesehen, dass er 90.000 kostet. Bei... So, haben wir hier noch ein paar Angriffe, die wir zeigen können. Ja, ist jetzt ein bisschen schade, dass die erste Aufnahme abgekratzt ist, aber egal. Wenn ihr auch mal besucht werden wollt, schreibt mir mal noch unten in die Kommentare rein. Es befreut mich eigentlich sehr, wenn ich andere besuche. Wenn ich andere glücklich machen kann wegen so kleinen Aktionen, dann ist es doch gut, wenn das so ist. Okay. Ach so, Verteidigung, ne? Ja, Verteidigung finde ich nicht so Knorke. Ach, Knorke ist schon ein geiles Wort. Oder Pornös ist auch ein geiles Wort. Hier. Das ist die WTF-Base Player Ganon. Okay, gucken wir uns mal direkt an. Habe ich jetzt durch Zufall... Okay, das ist wirklich eine WTF-Base. Du hast sie auch nur angegriffen, um mir zu zeigen. Um mir die Base zu zeigen, ne? Läuft auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Und damit willkommen zurück. Ja, ich hatte gerade schon wieder ein Problem in der Aufnahme. Und zwar, mein Mikrofonkabel hat sich irgendwie gelöst. Und dann, ja, egal, die What the Fuck Base Folge. Ich weiß nicht, ob die noch in der Folge drauf ist. Also müsst ihr mir verzeihen, wenn das wirklich so war. Auf jeden Fall. Ja, das AI wird sich wahrscheinlich auch freuen, wenn der Angriff noch drauf ist. Richtige What the Fuck Base. Auf jeden Fall habe ich dieses Screenshot für die nächste What the Fuck Base Folge. Sarius Angriff werden wir uns noch kurz anschauen und dann werde ich die Folge auch für heute beenden, okay. Ach, ein Valkyrenangriff, deswegen hat er ihn wahrscheinlich geteilt, okay. Aber lieber Sarius, der Heilzauber war ein bisschen, weiß ich nicht, zwei Heilzauber auf einmal, wieso denn das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Valkyren gehen auf jeden Fall richtig ab, aber upgraden tue ich die zum Schluss, da ich die nicht so oft benutze. Nur für Aufnahmen eigentlich. Das erste Mal habe ich die Valkyrie in der Aufnahme benutzt. Wenn man sich anguckt, wie die einfach nur abgehen, das ist echt heavy, das ist richtig heavy. Hashtag, das ist heavy. Das wird sich durchsetzen, das wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Okay. Wären das 100%? Habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet. 91%, okay. Kein Loot, aber ein schöner Angriff. Okay, dann würde ich auch sagen, das war's dann für die heutige Besuchsmontag-Folge.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein COC mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und wenn ihr mal auch selber besucht werden wollt, schreibt es mir noch unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.